Recht herzlich willkommen zur 125. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal haben wir einiges gemacht, noch ein paar Postwagen losgeschickt und so. Und dieser Gedanke beim Video kontrollieren kam mir dann auf, dass wir vielleicht mal eine andere Liste aufrufen, und zwar die Liste der Haltestellen, um da zu gucken, wo wartet denn wie viel. Denn das ist ja noch interessant, ne? Ich glaube, wir müssen mal absteigend machen. Wir haben dann zum Beispiel diese Haltestelle mit 102.000 landwirtschaftlichen Gütern. Die sind da. Und die wollen wohin? Nordwaldhafen. Döbeln, Nordwaldhafen. Ja, da müssten wir mal gucken, dass das da rüber transportiert wird. Kann das sein? Sowas müssen wir mal lösen, ne? Und jetzt haben wir hier einen LKW fahren, ne? Macht der das? Ist der dafür zuständig? Der bringt immer 19 Tonnen rüber, ne? Lass den mal darüber fahren. Jetzt kommt hier schon wieder Neues rein, ne? Jo. Da wird immer schön angeliefert. Und er liefert nur, den macht die 19 Tonnen darüber, ne? Ist der Hammer, oder? Stellt sich die Frage, wie wir da Abhilfe schaffen. Bei der Menge. Wie viel schafft denn der Zug hier jedes Mal ran? 210 Tonnen. Aber das müsste er ja schaffen, 10 Mal zu fahren, dass das wegkommt, ne? Das heißt, der braucht hier nicht warten auf Beladung. Das macht keinen Sinn. Zurzeit. Oh, okay, 19 Tonnen. Das ist noch die Frage. Wirtschaftliche Güter waren das, ne? Gibt es da noch einen besseren LKW? Das war die Frage. Das ist die Frage, wo ich die finde, ne? Ach so, ja. Wirtschaftliche Güter könnten viele Sachen sein. Da müssen wir mal gerade irgendwie Getreide, Gerste oder irgendwie sowas haben. Da ist die Gerste zum Beispiel. So, das ist der. Da kannst du den noch anhängen. Und dann kriegt er da noch eine Strecke, die sich wie nennt? Hardexen. Futtermittelfabrik. Aha, da oben war sie. Da hole ich jetzt noch zwei drauf. Die fahren alle. Und dieser hier, der soll nicht laden. Und dann stampfen wir den ein. Der schafft schon ein paar Tonnen mehr, okay. So, der ist dann weg. Und dann ab zum Depot. Dann haben wir den ausgemustert. Jetzt müssen wir noch die Linie angucken, Linie ändern. Ja, der ist angekommen, sehr schön. Nordwaldhafen. Zack. Aus. So, und jetzt fahren sie wieder. Das können wir schließen, und die sollten jetzt immer unterwegs sein und wahrscheinlich auch viel Geld machen, ne? Ja, die fahren ja jetzt schon plus ein hier.
Na, passt also, würde ich sagen. So, da sind wir offen, das ist genau jetzt auch egal. Also wie man sieht, fahren die jetzt hier plus ein. Dann müssen wir gucken, dass wir den Hafen da leer kriegen, ne? Aber da passt noch was nicht. Da Mittelzentrale. Den und den weg. Und Linie ändern. Ach, der steht jetzt irgendwie auf 50%. So, ich glaube, jetzt ist richtig. Sollte dann auch fahren, ne? Genau. Ne, das wollten wir nicht. Dann machen wir hier. Verkaufen wir den und fertig. Ich glaube, der Anhänger war noch nicht veraltet, ne? Dann können wir den auch behalten. So, und die sind jetzt permanent am Fahren und bringen die Zahlen in Ordnung. So, jetzt ist die nächste Frage. Das war ja hier, ne? Ja, die haben wir erledigt. Wer ist denn auf Position 2? Hier gibt es auch Landwirtschaftsgüter, die warten. Über Radolf Zell, süddeutscher alter Getreidehof. Muss da was passieren? Ja, dann müssen wir da rüben hin, nach Radolf Zell, und da gucken, dass wir dort dann jemanden losschicken. LKW. Können wir auch Gerste oder so nehmen. Da ist die Gerste. Packen den LKW da drauf mit dem Anhänger. Und jetzt müssen wir genau gucken, wo der LKW langfahren muss, welche Linie das ist. Da könnten wir aber gerade mal hier die Details aufrufen. Ne? Radolf Zell, süddeutscher alter Getreidehof. Ist das die Linie? Nö, über. Ich glaube, der ist das, ne, oder? Was ist sie? Ja, ja, gute Frage, ne? Mühlemarkt. Über Dübeln, Südostwald. Das müsste jetzt dann der sein. Döbeln, Südostwald, Mühle, oder? Der muss es sein. Machen wir 3 Stück an den Start und alles ist gut. Schauen wir mal. Müssen wir gucken, wo er hinfährt und was er mitnimmt, ne? Mach mal schneller. Jetzt haben die sogar schon geladen. Das war wohl der falsche. Okay, dann Döbeln, Südostwald, Mühle war nicht richtig. Allerdings fahren die LKWs da auch was hin. Getreide Dübeln, süddeutscher Getreidehof Mühle. Den haben wir jetzt schon gehabt. Hm.
Was ist das jetzt hier? Kann man leider jetzt hier nicht sehen, ne? Starten wir die dreimal. Die fahren alle in der falschen Richtung, ne? Das bedeutet, die sind da auch nicht richtig unterwegs. Was haben wir denn noch? Fahrplan. Tübingen Südostwald, Tübingen Stadt. Mühle Markt. Ne, ich glaube, das ist auch nicht Tübingen Südostwald Mühle. Rodolf Zell. So, nehmen wir den. Das war die Haltestelle, das ist schon mal schlecht. Dann fährt ein LKW nämlich jetzt trotzdem irgendwo anders lang. Aber das ist der, ne? Ja, das ist ja definitiv der falsche Fahrplan. Und wenn sie dann eine Mühle. Fahren wir da lang. Und für den gilt das gleiche. Getreide. Der. So, dann fahren die drei da mal lang. Wo ist er jetzt hier? Er ist da. Fahren wir schneller. Könnte sein, dass das richtig ist, aber lassen wir es mal laufen. Der erste ist auf jeden Fall voll. Und die anderen werden auch noch hinkommen und auch voll sein dann. So, der Hafen hat hier noch 14.400 Güter. Die müssen mit dem Schiff weggebracht werden. Ja. Getreidedöbelnstadt wird das sein. Die stehen alle da. Ist die Frage, warum die da stehen. Der fährt oder was? Ja. Aber die fahren nicht und keiner weiß warum, ne? Ach, 100% Ladung, ist da angesagt. Macht ja eigentlich auch Sinn, ne? Damit die sich rentieren. Aber wir müssen jetzt mal die Linie gerade ändern. Weil das bringt uns nichts, wenn die da stehen und nicht fahren. Lass uns da mal gucken, dass das klappt mit dem Entfernen der 14.000 Tonnen. Ja, gut. Da ist auch so viel liegt, aber warte mal, das könnte der sein, den wir schon bedienen, weil wir da schon was drauf geschickt haben, ne? Ich glaube, das haben wir ja schon zur Mühle haben wir schon gemacht, da haben wir schon drei LKW draufgesetzt.
So, was haben wir hier? Hier warten 1285 Sack Post für Lauter Mittelgebirgsstadt, Rathaus. Nach Waldeck, nach Flotho, nach Flotho. Ich glaube, hier müssen wir immer noch, wir haben ja letztes Mal schon welche draufgesetzt. Ich glaube, hier müssen wir immer noch welche dazu machen. Post hieß das, ne? Da ist er. Hau raus, die. Na, super. Nochmal rein und starten. So, jetzt sind sie unterwegs. Was liegt hier? Passagiere warten da, okay. Das ist ein Schiff, was dann da fehlt. Okay, eine Fähre fehlt uns da. Und die kriegt dann einen Fahrplan. Döbeln, Flotho. Starten wir mal. Ja, das war richtig. Und der fängt natürlich in Flotho an, ne, oder? Nee, Döbeln, Waldweg. Das hier, ne? Nee. Das müsste ja hier sein, ne? Dann ist das doch falsche wieder, ja. Wir wollen auch nicht Döbeln, wir wollen Riedenburg. Das ist unser Problem. Riedenburg-Flotho, so ist es richtig, ne? So, dann sind da 1409 Leute drin. Da müssen jetzt 500 leer weniger sein. Passt. So, jetzt war hier noch 900 Passagiere über Flotho neu. Ach so, über Flotho, okay. Da sind die, die da mit waren, alles klar. Und Riedenburg, Apollo, Tempel, Kassel, 384. Das heißt, hier muss noch ein Bus auch noch her. Busse da. Und das ist Stadtbus. Gibt's keinen Stadtbus Radenberg? Riedenburg? Da, Riedenburg, touristische Ziele, starten. Da kommt er. Und den fahren wir aber erstmal zum Bahnhof, ne? So. Gucken wir hier die 186, ne, das sind Sackpost, 900. Ne, 384 sind es dann, dass wir die gleich weniger haben. Ja, sollte gleich ankommen, ne? Ja, da sind jetzt auch weniger, ne? Aber zwei Stück nur, oder wie? Ach, der fährt wahrscheinlich verschiedene Routen, ne? Kann das sein? Dann war das gerade die falsche. Dann machen wir gerade schneller.
Da wieder mal zwei dran. So, jetzt hat er voll, ne? Genau. Passt. Läuft. Können wir so lassen. Ja, aber ich würde sagen, für die Runde soll es auch schon wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.